So, da bin ich wieder und es geht bündig weiter, wie jedes Mal. Ich weiß nicht, warum ich es dauernd dazu sage. So, ich muss gestehen, bei jedem Folgenanfang geht es mir erstmal so, dass ich nicht weiß, was ich jetzt eigentlich genau machen soll. Aber dann kommen doch schnell schlagartig die Geschehnisse und ja, dann häuft sich so an, dass ich nicht weiß, wie ich noch zu einem Ende kommen soll. Aber ich bin auch gerade an dem Punkt. Oh, ich sehe, Sarah ist noch krank. Ich hoffe, das wird bald wieder. Muss vielleicht jemand mal verarzten. Nee. Okay, dann könnte ich mal meine Leudis fragen, ob die wissen, was los ist. Beobachtet den Sonnenuntergang. Kocht. Kocht. Ja. Die Leute arbeiten auf jeden Fall. Die wissen, was sie zu tun haben. Und ich könnte das einfach mal ein bisschen beobachten. Oh, Sarah ist geheilt. Wunderbar. So, wir haben noch genug Mahlzeiten. Wir haben nicht mehr viel Fleisch, aber auf Jagd muss ich heute, glaube ich, nicht mehr gehen. Dafür reicht das Essen noch. Die Heilpflanzen brauchen noch Medizin. Ja, wird langsam ein bisschen rar. Was auf jeden Fall mal gemacht werden könnte, wäre die Mauer metallisiert. Die wird so einfach in Brand gesetzt. Das finde ich nicht gut. Das gelingt den Angreifern viel zu leicht. Und mit einer Stahlwand ist das dann nicht mehr so einfach möglich. Und so eine doppelte Tür kann ja auch nicht schaden. Oh, was ist hier? Da ist die Windturbine im Weg. Ach, Moment. So. Windturbine abreißen. Ich glaube, ich brauche die eh nicht sonderlich. Muss ich nur später dran denken, nochmal hier vorbeizugehen. Und die Lücke zu schließen. Ich glaube eh nicht, dass das Metall reicht für die ganze Mauer. Sieht sehr eng aus und ich werde noch mal welches holen gehen müssen. Da ist noch eine recht nahe Quelle. Hier auch. Oh, ist hier viel. Das ist alles voll. Dann werde ich den als nächstes bewirtschaften. Okay, keiner hat vor zu bauen. Warum? Doch, ach, da haben sie schon ein bisschen angefangen. Aber ich glaube, das ist mein Träger. Bauen auf 2. Machen wir Bauen mal hoch. Woran forsche ich denn da? Ach, immer noch an diesem Multi-Analysator. Das kann dauern. Oh, hier sitzen wir auch auf einer kleinen Ader. Wieso kocht ihr denn alle? Hört auf. Ist langsam genug. Wir haben schon über 100 Nahrung. Ja, guck, das geht doch schnell. Macht das doch, bevor der nächste Angriff kommt. Dann sind wir wenigstens verteidigt. Zumindest so ein bisschen. So, Türen müssen da auch noch rein. Oh, da doch nicht. Hier. Könnte gerade mal jemand, Sarah, hier abreißen. Dann kann ich hier den Bauplan fertig machen und mich der anderen Wand nochmal kurz widmen. Da müssen nämlich auch noch Türen hin. So, und ich glaube, es ist auch langsamer Zeit, die neue Abfallzone zu bauen. So wollte ich die, ne? Ach, Mist. So wollte ich die. Ja, und die kriegt Priorität. Aber nee, ich könnte die hier einfach löschen. Dann wird hier nichts mehr weiter hingelegt. Und wenn ich die dann irgendwann abtransportieren möchte, da habe ich echt keinen Bock drauf. Dann könnt ihr das einfach tun. Und ab sofort lagern die alles hier. Den Baum vielleicht auch noch weg, einfach so aus Spaß, damit er nicht genau vor der Tür steht. So, Metall schon leer? Ja. Wenn ich hier die Ader kaputt mache, dann ist kurzzeitig der Kühlraum beheizt. Das ist nicht gut. Die könnte ich wegmachen, da müsste ich dann aber neue hinbauen, aber das kann ich ja. Ich meine, Holz habe ich ja noch genug. So, bitte einmal abreißen. Ach, es ist schon wieder Schlafenszeit, hä? Na gut. Dann wähle ich aber auch schon mal die aus. Dann kann ich gleich alles besorgen. So, die wird ungefähr so verlaufen, nehme ich an. Vielleicht nicht ganz
Doch, wahrscheinlich sogar noch ein Stück höher hier rein. Und hier haben wir es dann. So. Ups. Und da ist noch eine. Die wird so hier reingehen. So, ist die Nacht noch lang? Es ist 2 Uhr. Dauert noch kurz. So, hier kann noch nicht fertig gebaut werden, leider. Haben wir Fallen aktuell drin? Ja, ich könnte eigentlich noch mal ein paar mehr machen. Was ich auch machen könnte. Ja, warte mal, nicht ganz so lang. Die sollen nicht so direkt vor uns rauskommen. Eher sogar ein Stück höher. Vielleicht so auf der Höhe. Ja, ich hab's gesehen. So, Moment. Meinen Gedanken bringe ich gleich zu Ende. So, da hat's mich gerade aus dem Spiel gehauen. Ich dachte, ich wollte gerade einen Gedanken beenden. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was das war. Ach doch, ja. Wow. Wie spannend. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich hier in der Mitte nochmal eine Tür reinsetzen kann. Wo ist sie denn? Strukturen. Ach so, sie war jetzt aus Stahl, deswegen habe ich sie nicht mehr erkannt. Damit die Leute hier nicht mehr so weit laufen müssen. Durch die ganzen Dinger durch. Kann ich vielleicht sogar öfter mal machen. Und muss ja nun echt nicht auf beide Seiten. Aber jetzt zu spät. Macht einfach. Gut, die Verteidigung steht jetzt ein wenig besser als vorher. Ah, hier noch nicht so, aber ja, wahrscheinlich verlocke ich die jetzt davon, von oben zu kommen. Finde ich nicht gut. Aber ich brauche jetzt. Ah, nein, kein Strom. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Ressourcen, bevor ich da oben weiterbauen kann. Und ich verstehe nicht, warum die es nicht holen gehen. Weil Bergbau nicht hoch priorisiert ist, nehme ich an. Ach, die Prioritätenliste funktioniert nicht, wenn ich alles auf 2 habe. Ja. Bau it. Wieso macht ihr es nicht? Weil ich auf Bergbau gehen muss und nicht auf Bau. Was habt ihr jetzt gebaut? Na, wahrscheinlich hier weiter. Hey, da fehlt ja noch was. So, die Forschung schreitet allmählich voran. Wir bergen weitere Ressourcen, um den ganzen Bau noch ein bisschen voranzuschreiten. Oh, hier habe ich eine Ader übersehen, ein Vorkommen. Was ist... Wer bist du, Kelvin? Transportkapselabsturz. Oh, wow. Gräber. Kelvin Gräber. Fangen wir doch mal. Kannst du ihn bitte nach oben tragen? Am besten in ein Krankengefangenenbett. Wow, da geht noch viel tiefer rein. So, wir haben uns gerade einen medizinischen Notfall ins Haus geholt. Wolf, dann behandelst du ihn direkt, oder? Ja. Wunderbar. Aber nur mit Kräutermedizin. Nicht die gute benutzen. Gut, das heißt, der Bau wird jetzt langsamer vorangehen, weil der Wolf den Kranken pflegt. Ha, sind schon mal 2 von den guten weggefallen. Dann ist jetzt nur noch die Sarah am Schuften. Beziehungsweise jetzt sowieso keiner mehr. Ja gut, der Abbau wird ein Weilchen dauern, aber dann habe ich recht viel Ressourcen. Und ich befürchte, dass die Lagerzone langsam zu klein wird. Und ich die zweite hier frei schaufeln muss. Aber ich lasse die erstmal Metall sammeln und gucke dann, wie die Füllmenge aussieht. Und dann würde ich das tun. Wo waren da? Genau. Was?
So, 3 Uhr. Alle schlafen friedlich. Beneidenswert. So, da wird schon hier drin abgebaut. Da solltet ihr jetzt aber auch, damit die Heizung weiterhin gut arbeitet, den hier machen. Das Ganze wieder mit Holz verkleiden. So, Kelvin, du bist abgestürzt, ja, mit einer Landekapsel. Und hast überwältigende Schmerzen. Ja, das. Wie finde ich denn das? Du bist ein guter Nahkämpfer. Bergbau hervorragend. Und medizinisch begabt. Dann wärst du so ein Notfallarzt, falls Sarah, Mo und alle draufgehen. Also, was heißt draufgehen? Aber schwer verletzt werden, so dass sie niemand anderen mehr verarzten können. Ja. Finde ich gut. Vielleicht kriegst du die bessere Medizin. So, noch einen Bergbauer im Team könnte ich eigentlich gut gebrauchen. Gerade jetzt im Moment. Gerade im Moment wärst du praktisch. Und was hast du? Blutverlust, Kieferbruch, Oberkörperprellung, ein Stich im Bein und ein Schnitt im Arm. Und, oh, was war das gerade noch? Bewusstsein 29%, bewegen 0%, arbeiten, sprechen, essen 0%. Ja, ja, gute Medizin. Du kriegst jetzt erstmal 1-2 Tage lang die gute Medizin. Und dann reden wir nochmal drüber. Und vielleicht kann man dich währenddessen schon mal rekrutieren. Arbeit geht wieder voran. Warum forsche ich nicht mehr? Warum und seit wann? Wahrscheinlich seit ich Bergbau auf 1 gestellt habe. Ja. Es dauert jetzt wahrscheinlich noch einen Tag, bis die hier alles weg haben und am nächsten Tag können die dann anfangen zu transportieren. Es ist halt... Es wird zum Glück nicht schlecht draußen. Das Stahl ist es gewohnt, draußen zu sein. In der freien Natur, bei seinen Artgenossen. Ja, die Abende und Nächte halt. Da passiert nicht viel. Man könnte fast schon sagen, langweilig. Was steht hier? Inspirierter Wolf. Und eine Quest, die ich nicht annehmen werde. Und eine Besuchergruppe, die schon lange wieder weg ist. Aber danke für die Info. Die Wühlmaus kocht fleißig weiter. Es sind noch ungefähr... Wie viel nimmt der pro Mahlzeit? Ja, jetzt hat er natürlich aufgehört. Kochst du? 10. Dann sind es noch ungefähr 70 Mahlzeiten, 73, die gekocht werden können. Ja, Sonneneruption ist vorbei, wie ich sehe, gut. Läuft gerade eigentlich alles relativ flüssig. Essen wird produziert. Kaputte Kleidung, da haben wir noch ein Problem. Migo, was ist es denn jetzt? Wo drückt der Schuh? Ist es der Schuh? Inventar? Der Parker. Aber haben wir da nicht schon was gemacht? Ich habe in Erinnerung, dass wir doch schon Jacken hergestellt haben. Zumindest habe ich den Auftrag gegeben. Jacke herstellen. Die müssten doch jetzt irgendwo liegen. Hemd, Hose.
Komisch. Ja, da muss Bibi wohl noch mal ran. Bibi, erzähl mal. Hast du es noch in Priorität? Ja. Dann mach doch. So, wie geht's dir mittlerweile? Du hast gute Medizin bekommen, geht's dir besser? Oh ja, er ist wieder bei Bewusstsein. Alarm. Menschenjagendes Rudel. Was sind's für Tiere? Huskies. Zum Ort springen. Wie viele? Vier? Fünf? Okay. Oh, interessant. Hier sind einige tote Spinnen. Sieht. Nein, nein, oder? Ach nee, doch nicht. Sah nur so aus. Oh nein, es sind mehr. Es sind sieben Huskies. Ja, ich würde sagen, macht euch alle kampfbereit. Wolf, wovor rennst du weg und wohin? Flüchtet vor was? Vor dem Hasen? Wieso flüchtest du vor dem Hasen? Oh, ein menschenjagender Hase ist auch noch am Start, ein verrückter Hase. Krass, was denn hier los? Sarah, hilf mal dem mit dem Hasen und Migo, du gehst in Kampfbereitschaft. Hierhin? Alle gehen natürlich wieder hierhin, alle. Die werden ja wieder versuchen reinzukommen. Migo geht schon. Wir beide müssen uns jetzt erstmal. Beziehungsweise, nein, Wolf und Sarah sind das. Die müssen sich jetzt erstmal um den Hasen kümmern. Was ein kaputtes Viech, ey. Das hat ihn sogar verletzt und er muss jetzt in Pflege wegen dem Hasen. So, ich hoffe, die Huskies sind nicht so schnell. Migo ist langsam und die. Oh, die kommen gar nicht von unten. Was haben die vor? Die können wohl kaum meinen Zaun in Brand stecken. Okay, sollen sie machen. Verletzte. Wolf. Ist okay, mit den Hunden kommen wir klar. Leg dich ins Bett. Ruh dich aus. Wo sind sie? Wo? Da sind sie. Warum laufen die jetzt einmal außen rum? Die hätten doch direkt reingehen können. Oder. Aha. Die haben sich nicht an den Spinnen vorbeigetraut. Arachnophobe Huskies. Ich glaub's nicht. Ja, Wolf ist geheilt. Das ging ja schnell. So, wir sollten uns jetzt wieder so ungefähr in. Ah, jetzt. Nein, 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 so natürlich nicht. Eine Linie aufstellen. So, quasi die beiden können recht gerade reinschießen, die Reihen. Nein, da nicht hin. Ja, so ungefähr. Ach, hier ist frei, weil der Wolf kommt dahin. Apropos Wolf, da kommen die Huskies. Um jetzt doch hier durchzugehen, sind die einmal außen rum gelaufen. Ah, die haben kein Schild. Die sterben schon nach zwei von den Dingern. Ja, dann wird hier nicht viel passieren. Lustig. War's das? Scheint so. Okay, Leute. Tut mir leid, dass ich euch gestört habe. Entwarnung. Von denen leben noch ein paar. Da kümmere ich mich drum. Töter Husky. Wobei, wir machen es alle. Es macht Spaß. Das ist eine gemeinsame Tätigkeit, die alle Familien mal machen sollten. Töter Husky. Töte Husky. Die anderen sind schon tot. So, machen wir das. Ziehen wir es durch. Gemeinsam. Als Familie. Super. Und tschüss. Ja, aber jetzt ist Tragen natürlich wieder wichtig. Und Bauen. Und leider wichtiger als der Bergbau. Und wenn ich Tragen sage, meine ich die Wölfe. Und nicht die Metalle, die schon abgebaut sind. Was ist jetzt schon wieder? Der Hase ist doch tot, dachte ich. Warte, Wolf rennt schon wieder vor irgendwas weg. Nein, der Husky hat es überlebt. Oh Mann, der steckt echt viel ein bei mir, der Wolf. Der nimmt viel Schaden. Ich hoffe, er ist mir nicht böse. Ich glaube, in jeder Folge verletzt er sich. Was hier mit der Wand passiert? Kommt da noch einer? Waren das doch noch nicht alle? Wieso ist die Wand da kaputt?
Also mit einem kommen wir vielleicht auch zu dritt klar. Ah, hat die Falle wieder erledigt. Gut, Wolf liegt im Krankenbett und wurde verarztet. Sehr schön. Ah, 18 Medizin. Ich muss echt endlich lernen, wie man das macht. Aber ich mache jetzt die Forschung erstmal zu Ende. Und da muss ich erst Drogenherstellung machen, dann Medizinherstellung und dann habe ich's. Aber eigentlich wollte ich ja den. Wo ist er jetzt schon wieder? Der Vitalmonitor. Ich sehe ihn gerade nicht. Doch da. Ja, baut die Fallen wieder auf, bringt die Hunde weg. Es ist alles relativ eilig. Warte, nein, doch nicht. Ah, ich habe die nicht eingestellt. Keine Leichen, doch. Aber keine Tierleichen. Könnt ihr gerade wieder zurücktragen. Viel Spaß. Warte, grüne Wühlmaus trägt nicht. Bibi trägt. Hier, damit die auch gefroren bleiben. Ja. Migo, nein, jetzt nicht. So, jetzt wird es auch Zeit für uns aufzustehen, damit die Huskies wegkommen und die Fallen wieder aufgebaut werden. Gut, Wolf ist wieder fit. Wegtragen. Ah, Bibi trägt noch, die ist immer sehr langsam. Sarah, Migo. Nein, du sollst den wegtragen. Arbeit, entferne von Blut. Kann Husky nicht wegtragen. Kein freier, erreichbarer Lagerplatz. Hä? Wieso? Hier ist Lager. Verstehe ich nicht. Aber gut, dann bleibt er da halt liegen. Was soll's? Kein freier, erreichbarer Lagerplatz. Aber hier ist doch genug Platz. Hier müssen Tierleichen rein. Das ist echt komisch. Hier wird auch nicht gebaut, weil der jetzt da liegt. Lebt der irgendwo noch oder tot seit wenig? Am Verrotten. Ah, aber habe ich gerade nichts, wo Verrotten das hin darf? Hier darf aber Verrottendes hin. Ja, es wird doch erlaubt. Ach Gott, ich verstehe es nicht. Habe ich halt eine Falle weniger, toll. War da gerade ein Alarmsignal? Fressattacke. Grüne Wühlmaus. Wie ist das gemeint? Der hat eine Fressattacke. Ja, okay. Wir haben ja genug Essen. Warte, kann ich den nicht in den Verteidigungsmodus holen? Oh nein, okay, wir müssen grüne Wühlmaus, Bibi. Nein, nein, ist okay, ich kümmere mich selbst drum. Versuchen, die Wühlmaus zu inhaftieren. Ja, sorry, aber du musst jetzt mal kurz in Einzelhaft und mir nicht mein Essen wegfressen. Oh, da liegt jetzt deine Waffe, die muss mal jemand wegtragen, Wolf. Bring die Waffe weg. Der Gute muss wohl eine Nacht im Knast verbringen. Schade. Und wir versuchen ihn jetzt wieder zu rekrutieren. Komm, beruhig dich, dann darfst du weiter mit uns spielen. So. Genau. Die Sarah ist schon wieder dabei. Ich wollte gerade sagen, ihr dürft dann auch wieder tragen. Macht ihr auch schon. Wunderbar. Der restliche Bergbau hier, das kann ich mir eigentlich auch aufheben. Ich glaube, ich habe jetzt schon 3000. Für den Anfang reicht das. Bringt das jetzt erstmal hoch. Im Laufe der nächsten 7 Tage. Hier habe ich auch noch ein bisschen Metall. Schade, Mensch. Die Wühlmaus war ein guter Koch. Die war doch der Koch.
War echt praktisch, dass der jede Nacht gekocht hat. Was? Ein Zähmer namens Mike ist eingetroffen und möchte der Kolonie beitreten. Ja, als her damit. Mike. Mike, was kannst du arbeiten? Warte mal. Nee, ich guck mir erstmal seine Werte an. Bio. Er hat Tierhaltung, toll, bringt mir nicht viel. Fernkampf, hat er wenigstens Punkte. Bergbau. Verweigert einfache Arbeit. Oh, das heißt, du trägst nicht. Oh, ich kann dich nicht gebrauchen, Mike. Ich kann nichts mit dir anfangen, wenn du es nicht einsiehst, zu reinigen und zu tragen. Dann bist du nur ein Mund, der Essen wegfrisst. Ich kann solche Menschen nicht gebrauchen. Tierpflege brauche ich nicht. Ich halte nichts von Tieren. Die Tiere, die ich habe, die sind tot. Mike, es tut mir leid, aber wir werden nicht grün miteinander. Komm mal bitte auf den Hof und stell dich mal da auf den Matsch. Wo bist du? Weit weg? Auch wieder so eine Sache, um die ich mich selber kümmern muss. Das werde ich den anderen nicht antun. So. Ja. Mike. Was soll ich sagen? Du bist kein Pokémon. Ich kann dich nicht einfach freilassen. Ich habe dich jetzt aufgenommen und ich bin für dich verantwortlich. Kann ich... Was ist das für ein Knopf? Verbannen? Also, was ich gerade sagen wollte, Mike, es tut mir super leid, aber wir haben da noch ein freies Grab für dich. Und ich glaube, das ist die beste Entscheidung für alle Beteiligten. Nein, geh doch nicht weg. Falscher Knopf. Mike, leb wohl. Oh, Mike, lass mal gerade die Waffe fallen, bitte. Aber das geht jetzt nicht mehr, wie gemein. Er hat sie aber nicht benutzt. Freundlich. Komm nochmal. Ja, perfekt. Ja, das Warnsignal gerade war wegen Mike. Das ist okay. Ja, fütter erstmal die Mühlmaus. Genau, mit leckerer Mahlzeit. Wieso auch nicht? Wie wär's, wenn du erstmal hier die Spuren beseitigst, damit die anderen nicht mitkriegen, was du getan hast? Entkleide Mike. Nein, beerdige Mike. Und Migo, bring mal bitte die Waffe da weg. Ja, ist was. Ist okay, aber genau, räum mal die andere Mahlzeit weg. Wollte ich gerade sagen. Muss ja nicht da draußen rumliegen. Hör mal, Kelvin, du kriegst auch Klamotten, wenn du... Bist du nackt? Nee, er trägt immerhin eine Hose. Toll. Vielleicht sollte ich mal alle Klamotten, die ich habe, im Gefängnistrakt lagern. Ja, mittlerweile bin ich ein Freund davon, wenn die Aufnahme abbricht. Man muss die Dinge positiv sehen. Genau, ich wollte Kleidung im Gefängnistrakt lagern. Das habe ich ja echt oft, dass Gefangene irgendwie kaum Klamotten haben. Alles verbieten. Kleidung, alles außer Hilfsmittel und Rüstungen. Und die Priorität muss hoch. So. Wie nett ich bin, oder? Ist die Jacke eigentlich schon fertig? Staubmantel, verunreinigt davon einer Leiche. Ist wahrscheinlich noch nicht fertig, oder? Doch, wohin verschwinden die denn immer? Naja, die muss ja jetzt bald hier ankommen. Ich verstehe es nicht. Das sind nicht die Sachen, die ich... Hatte sich jemand einfach weggeschnappt? Dann stellen wir halt noch eine Jacke her. Das sind doch keine Tarnumhänge. Es wurde noch niemand bekehrt. Oh, Kelvin hat sich was zum Anziehen genommen. Super.
Das Metall ist immer noch nicht vollständig hochgetragen. Ja, genau. Aha. Da, wo ich es gesagt habe, ne? Als hättet ihr mich gehört. Ja, ja, mach das mal noch. Tragt ruhig das Metall noch hoch. Das machen wir diese Folge noch. Das darf ruhig erledigt sein. Oh, eine Karawane. Großhändler. Wie viele Gräber habe ich noch? Ah, nicht mehr viele. Eins. Boah. Wow. Das hat die gerade fast erwischt. Ein feuchtes Gewitter. Das darf man genießen. So, ihr habt nicht vor noch... Doch. Ja, doch. Die tragen noch. Ah nein, tragt lieber weiter. Das Feuer geht gleich aus. Es regnet. Ey, die halten es echt für nötig. Das ist ein Unsinn. Gut, die brauchen den nächsten Tag auch noch. Forschung funktioniert immer noch nicht. Weil der Transport wichtiger ist. Hey, alle, die ich gerade noch im Team habe, können transportieren. Das ist gut. Dann sollen auch alle transportieren. Dann wird das schnell gemacht. Okay, es regnet nicht mehr und da oben brennt's. Leute, was macht ihr da? Ich muss das Heimatgebiet doch wieder vergrößern. Ja, wunderbar. Ja, aber warum trägt jetzt nur einer? Kann der Rest bitte auch kommen? Einfach mal alle Steine weg. Dann habe ich das aus dem Kopf und dann können wir in der nächsten Folge einfach was neu starten. Also was, nicht neu starten, sondern mit neuen Aufgaben anfangen. Was wird das sein? Wenn die Forschung beendet ist, der Vitalmonitor, der ist mein großes Ziel für die nächste Folge. Zum Ende der Folge möchte ich an jedem Krankenbett, an jedem der teureren Krankenbetten einen Vitalmonitor stehen haben. Oh, aber ich glaube, für die brauche ich Medizin. Ich glaube, dann muss ich sogar in der nächsten Folge erstmal die Medizin lernen, nachdem ich das gemacht habe. Okay. Ja, das ist der Plan. Medizin, Vitalmonitor, Medizin craften, Vitalmonitoren bauen. So, habt ihr es geschafft? Ihr habt es geschafft. Und damit wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag. Tschüss.